Gesichtslesen. Ist es möglich, dass man im Gesicht eines Menschen ablesen kann, was seine Stärken und Schwächen sind, was sein Potenzial hier auf dieser Erde ist und was er machen kann, um Krankheit und Leid in seinem Leben vorzubeugen? Unser heutiger Gast ist Expertin auf dem Gebiet des Gesichtslesens und ich bin schon so gespannt, was sie hier rauslesen kann. Herzlich willkommen, Anne Vierhauser im Chronisch-Ehrlich-Studio. Schön, dass du da bist. Du hast ja schon ein Interview gemacht oder ein Face-Reading mit Priscilla auf deinem Kanal. Den verlinken wir auch unten. Schaut da vorbei, da gibt es weitere Face-Readings. Und ich fand auch das Video mit Priscilla mega interessant. Mhm. Also ich kenne ja Priscilla jetzt schon ganz viele Jahre. Und trotzdem hat es mich mega einfach begeistert, was du so alles gelesen hast in ihrem Gesicht. Hast du sie wiedererkannt? Ja, schon. Ja. Absolut. Auch die Sachen, da hast du was mit dem Ohrläppchen und der Stirn und so, das hat alles voll Sinn ergeben. Das ist Face Reading. Ja. Face Reading sagt uns die Wahrheit unseres Lebens, steht dir ins Gesicht geschrieben. Und es ist schön, dass du deine Partnerin auch so siehst, wie es das Gesicht sagt. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Echt? Okay. Oft sehen Menschen was ganz anderes in ihrem Partner als das, was er wirklich ist. Mhm. Was dann natürlich auch zu Problemen führen kann. Deswegen schön, dass du sie wiedererkannt hast. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und du machst es, Face Reading. Und was machst du denn eigentlich? Kannst du das in kurzen Worten erklären? Ja, also Face Reading ist eine uralte Lehre, die durch alle Hochkulturen dieser Welt gegangen ist. Was machen Face Reader? Sie schauen sich die Gesichtsstrukturen an, sie schauen sich die Knochenstrukturen an, die Abstände im Gesicht, wie weit liegt die Augenbraue vom Auge weg, sind die Ohren anliegend, sind sie weit abstehend, wie weit stehen die Augen auseinander, all diese Dinge. Und das alles verrät uns etwas über den Charakter eines Menschen oder über die Persönlichkeit des Menschen. Das heißt, jedes Merkmal, was du im Gesicht trägst, ist ein kleines Mosaiksteinchen. Und wenn du all diese Merkmale zusammenführst, dann wird ein ganz wundervolles Bild der Persönlichkeit, ein facettenreiches und buntes Bild der Persönlichkeit raus. Ja. Also Face Reading oder dein Gesicht erzählt darüber, wie du in deinem Innersten bist, wofür du gedacht bist. Also man kann auch Lebensaufgaben aus dem Gesicht rauslesen und wie du eben mit genau diesen Dingen umgehst. Ja, krass. Mega spannend. Warum sitzen wir überhaupt hier? Du hast ja einen Kurs, gibst du auch im Face Reading? Ja, mehrere. Und Priscilla hat eben jetzt den hier in Bern bei dir besucht. Mhm. Und dann wolltet ihr für die Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen ein Gesicht haben, woran sie üben können, gell? Ja, das stimmt. Und dann hat Priscilla mich angerufen und gesagt, hey, kannst du Fotos schicken? Und so. Und dann haben wir das geschickt und dann hast du gesagt, nee. Das lassen wir mal. Lassen wir mal. Zu viele Widersprüche. Oder wie hast du es gemacht? Sehr, sehr viele Facetten. Also dein Gesicht ist unglaublich facettenreich. Also ich könnte in deinem Gesicht, also wahrscheinlich, wenn ich dich groß lesen würde, ich lese Gesichter oft auch sehr tief und dann sitze ich in der Regel 2 Stunden da und analysiere das wirklich mit Lineal und so. Okay. Ne? Und in deinem Gesicht würde ich wahrscheinlich völlig reinfallen und 5 Stunden drinnen lesen, weil du so viele verschiedene Facetten in dir trägst. Ja, spannend. Und das fand ich für Anfänger, die gerade den ersten Kurs gemacht haben, echt ein bisschen hart. Und hat gesagt, dann nehmen wir lieber ein leichteres Gesicht, was vielleicht nicht so viel Geschichte erzählen kann. Weil umso mehr ein Mensch erlebt hat in seinem Leben und umso mehr Emotionen auch verarbeitet werden mussten, Reize verarbeitet werden mussten, umso mehr zeigen sich Strukturen im Gesicht sehr deutlich. Und das ist bei dir sehr extrem. Und da dachte ich, okay, dann nehmen wir lieber ein leichteres Gesicht und nehmen den Jonas mal für die Intensivausbildung, wo die Gesichtsleser ein bisschen tiefer gucken müssen. Ja, und jetzt in diesem Video haben wir eben nicht so viel Zeit. Ja. Aber ich bin trotzdem gespannt, wenn wir das dann mal machen. Ja. Würde mich voll interessieren. Und jetzt können wir ein bisschen an der Oberfläche kratzen, aber ich bin sicher, das ein oder andere Spannende jetzt für mich oder auch die Zuschauerinnen und Zuschauer kommt sicher dabei raus. Du willst also wissen, was ich so in deinem Gesicht sehe. Ja, voll gerne. Ja, also im Grunde genommen, was macht der Gesichtleser? Er guckt sich immer an, wenn ich ein Gesicht anschaue, was fällt mir am allerschnellsten auf? Und das sind auf jeden Fall deine Muttermale, die vielleicht auch gar nicht unbedingt Muttermal sind. Ich glaube, dass sie, ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher und auch das sagt mir was. Du hast hier auf deiner linken Wange die 2 sehr erhabenen Male, ich nenne sie mal so. Die hier. Genau. Dann hast du im Grunde genommen hier,
wir wissen alle nicht, was es ist, aber du hast es wohl schon sehr lange, sagt Priscilla auch. Ja. Du hast hier ein Muttermal, du hast grundsätzlich ziemlich viele Muttermale. Das spricht aus chinesischer Sicht dafür, dass du schon ziemlich viele Leben gelebt hast und ziemlich viel schon in Vorleben erlebt hast und vielleicht auch an Wissen mitgebracht hast. Und das ist jetzt, wenn ich mir diese Muttermale anschaue, ich gehe mal davon aus, dass es Muttermale sind, die vielleicht auch umswitchen könnten, wenn du mit den Dingen, die du mitgebracht hast, verlierend umgehen würdest. Da geht es um Führung. Da geht es um Führung mit Herz und Charisma. Und wenn ich in deine Augen schaue, dann bist du ein sehr, sehr warmherziger Mensch, der eben genau mit diesem Charisma und mit dem Herz, was du hast, andere Menschen führen solltest. Mhm. Jetzt hast du hier drei, was ist das? Es sind so Erhöhungen. Erhöhungen. Ja. Es sind Berge im Gesicht, möchte ich sagen. Also es sind keine, man könnte denken, okay, er hat einen Pickel da, aber du hast das schon sehr lange. Es ist aber auch kein Muttermal. Mhm. Es ist aber an der Stelle der Vergiftungsorgane. Das heißt, irgendwas weist auf deine Vergiftungsorgane hin, und zwar schon dein ganzes Leben lang. Mhm. Da würde jetzt vielleicht ein Antlitzdiagnostiker ganz anders drüber sprechen. Ich als Physiognomiker oder vor allem Xiang Mien-Fan und Liebhaber und auch Experte da drinne, würde sagen, was möchten mir deine Vergiftungsorgane sagen? Was ist da passiert, wenn du das schon dein ganzes Leben hast? Hast du vielleicht ein Thema mit deinen Vergiftungsorganen schon in einem alten Leben gehabt? Und wenn das so wäre, wie könntest du dieses Thema, wenn wir jetzt nochmal auf die Muttermale gehen, tatsächlich als Führung im heutigen Leben nutzen, um andere Menschen zu unterstützen und groß zu machen? Weil darum geht es dir eigentlich. Ja. Du liebst es, andere Menschen zu unterstützen, du möchtest sie fördern und du bist auch jemand, das mit dem Fördern und Unterstützen sehe ich an deinen großen Ohrläppchen, du bist auch jemand, der sehr, sehr viel Potenzial in seinem Gegenüber sieht und du möchtest unbedingt, dass dieses Potenzial auch ausgenutzt wird und genutzt wird und dabei unterstützt du auch. Ja. Das sehe ich an deinen sehr tief liegenden Augenbrauen, die dich auch sehr improvisationstalentiert und spontan erscheinen lassen. Du kannst bestimmt hervorragend mit Worten umgehen und sehr schnell schlagfertig reagieren. Und du hast noch hier ein Muttermal, das sagt mir, du kannst zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit sehr stark umherspringen. Du kannst sehr, sehr verständnisvoll sein. Du kennst beide Seiten. Du kennst es wahrscheinlich wirklich in deiner männlichen Kraft zu sein, aber dann auch wiederum sehr schnell zu switchen in die weibliche Kraft. Mhm. Und wenn ich mir das insgesamt anschaue, denke ich, okay, was hat der Mensch in seinem Leben oder aus einem alten Leben mitgebracht und was kann er heute verlierend oder gewinnend nutzen? Du kannst hin und her switchen zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Das ist manchmal vielleicht total anstrengend und da könntest du dann in spontane Flüchte dich flüchten. Ne? In spontane denkst du, okay, ich will das jetzt nicht, ich bin jetzt weg. Und du gehst spontan irgendwo hin, wo es vielleicht gar nicht so gut für dich ist. Oder aber du nutzt es, um andere Menschen groß zu machen und nutzt deine Herzensführungskraft in dir. Du solltest auf jeden Fall ein sehr, sehr dominanter Mensch. Das hilft dir bei der Führung mit Herz. Ne? Du willst schon gerne sagen, wo es lang geht. Das sehe ich an deiner großen Nase. Lässt dich aber durchaus auch führen von Menschen, die du fachlich und persönlich sehr schätzt. Ja. Ich frage mal so zwischendurch, wenn ich dir das so erzähle, wie geht's dir denn? Wie fühlt sich das für dich an? Also erstmal ist es so eigentlich recht überwältigend, was du alles einfach so jetzt in kürzester Zeit, also wir haben ja jetzt auch schon zusammen Mittag gegessen, wahrscheinlich hast du schon da angefangen. Ich habe schon mal ein bisschen geguckt, ja. Genau. Ich hatte ja die Bilder von Priscilla und dachte, wow. Ja. Also es macht schon was. Also ich finde, es spricht mich sehr an, was du sagst, auch mit dem Potenzial erkennen oder Führung übernehmen oder ich nenne es mal Verantwortung übernehmen, weil das gerade ein Thema ist, wo ich persönlich dran arbeite. Aber ich muss auch sagen, dass ich das mein Leben lang nicht gemacht habe. Also ich fange eigentlich jetzt erst damit an. Ja. Oder so die letzten 2 Jahre hat es angefangen. Und vorher überhaupt nicht. Da war ich immer sehr zurückgezogen in der Gruppe. Wenn ich mal mich überwunden habe, eben so die Führung zu übernehmen, war das eigentlich immer gut für die Gruppe.
Aber meistens habe ich es nicht gemacht, weil irgendjemand da war, der vielleicht sich ein bisschen vordrängt oder so, dann war ich immer schon weg. Dann, ja. Das erklärt mir, warum deine Muttermale nicht ganz so eindeutig Muttermal sind. Mhm. Ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, wie alt bist du? 37. Das ist so, dieses Muttermal, wir hatten da ja auch vorhin beim Mittagessen drüber gesprochen, ist es da, ist es nicht da, ist es eine Warze irgendwie, umso länger ich da drauf schaue, ist es keine Warze, aber es ist so ein unsicheres Muttermal, so eine, darf ich? Und das ist genau das, was du sagst mit der Führung. Ja, ich kann das und ich weiß auch, dass es gut ist, aber wenn jemand anderer kommt, dann gehe ich zurück. Da ist auch wieder dieses Switchen zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Ich will nicht sagen, dass alle Frauen irgendwie zurückgehen, aber dieses Prinzip, ich gehe eher zurück, das ist dann vielleicht dieses Muttermal, was ihr dagegen irgendwie spricht. Und ja. Also kann ich das jetzt einfach operativ entfernen lassen, dann hat sich das Thema erledigt. Was glaubst du, was ich dir jetzt darauf antworte? Ich frage mich, was passieren würde. Ja, ich glaube, hier war schon der Herr Duven, der Tobias Duven mal im Gespräch. Der hat auch diese Führungsaufgabe. Und er sagte mir mal, er ist auch Gesichtleser, und er sagte mir mal, er hätte dieses Muttermal weggemacht. Man sieht es immer noch. Also es würde vielleicht wieder in irgendeiner Art und Weise kommen. Die Dinge, die wir in unserer Seele tragen, die kommen immer wieder. Und ich glaube, wenn wir zu lange Nein dazu sagen, dann werden wir irgendwann krank. Dann hat unser Körper oder dann hat unsere Seele keine andere Chance mehr, als eine Krankheit vorzuschicken, um uns zurückzuschicken ins drüber nachdenken. Und ich glaube, es ist für dich total wichtig, dass du in die Führung gehst und dass du die Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, dafür nutzt, um andere Menschen zu führen und ihnen Gutes zu tun. Weil du hast all das nicht erlebt, weil es irgendjemand böse mit dir gemeint hat, sondern weil er dich vorbereitet hat. Und deswegen, ja, geh in die Führung und geh nicht zurück. Trete nicht zurück und gib nicht jemandem anderen die Aufgabe, die du eigentlich übernehmen solltest. Ja, danke für dies. Das spricht mich sehr an. Und ich finde es auch mega spannend und ich bin immer so geflasht, wie also so ein Leben hier auf der Erde, es fängt ja irgendwann an und dann ist man ein Kind, dann ist man Teenager, erwachsen und so. Und ich hätte irgendwie mir nie gedacht, dass so spät im Leben, also ich habe vorhin gesagt, ich bin 37, ich bin glaube ich 38 oder 39. Ich bin nicht so gut im Rechnen, aber ist ja egal. So irgendwas so. Um die 40 kommen dann plötzlich so Themen hoch, wo man so denkt, ja, ich kann eigentlich ein ganzes, ich komme jetzt erst da in dieses Leben, was für mich vielleicht bestimmt ist. Und da ist es ja gut, wenn man noch bei guter Gesundheit ist und das angehen kann. Und das fand ich auch mega interessant, was du gesagt hast, wenn man es nicht macht, dann antwortet der Körper oder vielleicht auch die Psyche oder irgendwann mit Symptomen. Und da geht es ja bei unserem Kanal ganz stark darum, es kommt ja fast in jedem Interview vor, dass zwar Viren da sind, dass die einem an der Gesundheit was nachteilig auswirken können, aber das unten drunter eigentlich was anderes ist. Und das kommt stark bei allen Interviews oder auch bei Experten, die wir befragen, vor, zum Beispiel Thema Trauma oder eben auch Thema nicht das Leben führen, wofür man eigentlich da ist. Das wirkt sich dann irgendwann aus und ich finde es so mega spannend, dass man das im Gesicht ablesen kann. Ja, total. Quasi bevor es schon mit Krankheit geantwortet wird. Ja, ich glaube, wir sind auf der Welt, um Ja zu uns selbst zu sagen und Ja zu dem zu sagen, wofür wir gedacht sind. Und wenn wir all unsere Talente leben, dann kriegen wir Energie. Und dann können wir diese Energie der Menschheit schenken und daraus entsteht noch mehr Energie. Das wäre jetzt also, wenn du deinem Führungsauftrag nicht irgendwann nachkommst, dann
wirst du, dann hast du eine, du hast die sogenannte, also es gibt Talentlinien im Gesicht, das wäre jetzt sehr lange, das zu erklären, aber eine deiner Talentlinien ist Führung. Und das sehe ich nicht nur an den Augenbrauen, nicht nur an den Muttermalen, sondern das sehe ich auch an deinen Augenbrauen, das sehe ich an bestimmten Stellen. Du hast hier eine sehr starke Augenbrauenkante, das spricht alles dafür, dass du Führung übernehmen sollst und ein Anführer bist. Jetzt ist das eine Talentlinie, es gibt die Talentlinie The Line of Leading. Wenn du die lebst, dann ist das ein Energiekreis, der geschlossen ist. Mhm. Und wenn ein geschlossener Energiekreis in dir ist, dann gibt dir das Energie. Wenn du das nicht lebst, dann ist der Energiekreis offen und dann fließt Energie ab. Ja. Und das ist dann das, was man über eine gewisse Zeit mit Sicherheit machen kann. Aber wenn man das das ganze Leben macht, dann ist die Energie, die wir irgendwie mitgebracht haben, auch aufgebraucht. Und dann kann unser Körper nicht mehr so arbeiten, wie er das braucht. Mhm. Und so ist das im Grunde genommen mit allen Talenten. Und ich glaube, in meiner Erfahrung als Face-Reader, Menschen haben nicht immer, sind sich nicht bewusst darüber, dass ein Talent etwas ist, was ganz Großartiges ist, was sie können und was sie besonders macht. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, alles, was du gerne machst, und fällt dir leicht. Und das ist dann vielleicht nichts wert, weil es ja auch noch Spaß macht. Mhm. Ja. Aber, und dann denken wir müssen genau das machen, was total schwer ist, weil dann verdienen wir ja Geld. Ja. Und dann sind wir die ganze Zeit nur im Hartarbeiten, was uns, irgendwas ist runtergefallen, egal, der Ohrring. dann arbeiten wir die ganze Zeit so hart und verlieren Energie und Energie und Energie und das macht krank. Ja, das ist lustig. Also das hatte ich bei der Arbeit recht schnell abgelegt. Also ich habe eigentlich immer gesucht, dass es einfach geht und war auch happy, wenn es einfach, also es ist da. Es war eher das alles andere, was anstrengend war in meinem Leben. Also eben irgendeine Kritik, die ich gekriegt habe, dann hat mich gleich am Boden zerstört oder so. Oder zwischenmenschliche Sachen. Aber in der Arbeit war ich eigentlich schon immer auf der Suche nach. Aber guck mal, das mit der Kritik zum Beispiel, das sieht man bei dir, dass du sehr feinfühlig bist. Du hast ein relativ kurzes Filtrum, das heißt, der Abstand zwischen Nase und Mund ist relativ kurz. Das sagt mir, dass du ein sehr feinfühliger Mensch bist, der auch auf Kritik vielleicht verletzter reagiert, als du es nach außen zeigst. Mhm. Also du bist jemand, du hast sehr tiefliegende Augen, das heißt, du fühlst im Innen anders, als du im Außen zeigst. Du bist verletzt. Jetzt bist du vielleicht jemand, ne, weißt ja schon auch, was du willst, Augenbrauenkante. Du denkst, du müsstest es ertragen, dass es dir wehtut, wenn du verletzt wirst. Du musst es ertragen, dass du Kritik aushalten musst. Und auch das kostet Kraft. Ja. Ich sag immer, baue dir doch den Rahmen, den du brauchst, damit du dich hundertprozentig wohlfühlst. Weil ein hundertprozentiges Wohlgefühl hilft uns wieder gesund zu bleiben. Ja. Und es ist nicht unsere Aufgabe, immer gegen uns zu gehen und zu sagen, ja, das ist nicht gut, das muss ich verändern, das muss ich verändern und das muss ich loswerden und ablegen. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe zu sagen, wie kann ich denn das, was in mir ist, bestmöglichst nutzen? Mhm. Wie kann ich lernen, das anzunehmen und zu lieben und dann wieder der Welt zu schenken? Ja. Und dann kann die Energie, die du dafür verwendest, zu sagen, ich muss das irgendwie ertragen, die kann dann woanders hinfließen. Ja, genau. In dein Wohlbefinden, in deine Gesundheit, in deine Heilung vielleicht auch. Wenn kranke Menschen, die neigen ja auch immer dazu, irgendwas unbedingt jetzt verändern zu müssen. Mhm. Ich so sage, guck doch erstmal, was deine Stärken sind und schenk deinen Stärken Aufmerksamkeit. Weil dann kommt die Energie vielleicht auch besser zurück, als zu sagen, ja, das muss ich verändern und jenes muss ich verändern. Ja. Ja, voll. Ja, das ist einfach. Ich finde so, ja, warum habe ich jetzt erst von Face Reading gehört? Woran liegt es? Also, das hat dich, glaube ich, deine Frau auch schon gefragt, ne? Ja, Face Reading ist leider gerade in Europa ziemlich unbekannt. Es ist auf der einen Seite durch die Inquisition auch das europäische Wissen weitgehend verbrannt worden, leider. Mhm. Und dann, da muss man auch ehrlich drüber sprechen, ist es tatsächlich in Europa so, dass die Nationalsozialisten es falsch, fälschlicherweise missbraucht haben
Und dadurch ist das Wissen nochmal in irgendwie in Verruf gekommen. Ja. Und deswegen ist es hier noch nicht so bekannt, aber es wird immer bekannter. Also es gibt inzwischen wirklich auch Spiegel-Bestseller darüber. Und also ja, du bist einer der Pioniere, die schon davon erfahren haben. Ich gehe davon aus, dass in 5 Jahren es sehr viel gesellschaftsbreiter aufgestellt ist, als es heute der Fall ist. Mhm. Ja, dafür sorge ich auch. Und du genau. Ja auch mit deiner Einladung. Ja, genau. Ja. Auf eine Sache wollte ich noch eingehen. Du hast diese Hervorhebung hier mit dem Entgiftungsorgan verbunden und auch mit, hast du gesagt, von einem früheren Leben schon mitgenommen. Also wie hast du das gemacht? Oder warum ist das hier mit dem Entgiftungsorgan? Weil wegen der Zunge oder? Nee, es gibt tatsächlich antlitzdiagnostische Zuordnungen von Gesichtsbereichen zu Organen zu verschiedenen Dingen im Körper. Und da ist dieser Bereich unter der Lippe, also tatsächlich die Lippen sind der Darm, der unter den Lippen ist der Bereich der Entgiftungsorgane. Also Leber, so, jetzt bin ich wieder raus. Leber, ja, nee, Niere ist nicht. Hier, Nierenbereiche sieht man hier. Bauchspeicheldrüse, wir sagen mal die Entgiftungsorgane, also Leber und Co. Und das ist, das ist bei dir eben tatsächlich einfach fokussiert oder pointiert in deinem Gesicht. Okay, weil es ist mir gar nie aufgefallen, dass das andere Menschen gar nicht haben, das hier. Es ist mir heute erst. Du bist der allererste, bei dem ich das so gesehen habe. Okay. Ja. Ja, witzig, das ist spannend. Ich habe ja auch schon hier ein Interview gemacht oder Priscilla erzählt von meiner Alkoholsucht und bin ja seit, ich glaube jetzt 5 Jahre, ich weiß nicht genau, ich kann es immer nachschauen, wann ich zuletzt was getrunken habe, weil es war an dem Tag, wo auf dem Königsplatz ein Konzert war für die Flüchtlingshelfer in München und da war, wer war da, Grönemeyer und so und dann kann ich immer nachschauen, da habe ich das letzte Bier getrunken in meinem Leben. Okay. Aber ich weiß es nicht auswendig. Ich glaube 5 oder 7 Jahre. Oder, 5 Jahre kann es nicht sein. 7 oder 9 Jahre. Keine Ahnung. Aber jedenfalls, das ist ein Thema. Ich habe auch schon mal eine Seelenrückführung gemacht. Und da hat die Frau, die das mit mir gemacht hat, auch ein Leben angeschaut, wo das sogar mein Todesgrund war, meine Alkoholsucht und Spielsucht. Okay. Also ich bin daran zugrunde gegangen. Und scheinbar ist das ein Thema, was ich jetzt in dieses Leben mitgenommen habe. Und das kann man daran erkennen, oder? Also ich würde nicht sagen, dass man an jeder Sache, die man so im Gesicht trägt, ein Vorleben erkennt. Das möchte ich an der Stelle nicht sagen. Und das sagen auch, wenn dann überhaupt, nur die chinesischen Gesichtleser. Ja. Bei dir geht das so ein bisschen einher, weil du relativ viele Muttermale im Gesicht hast und wahrscheinlich auch am Körper. Und Muttermale eben auf diese vielen Vorleben hinweist. In Verbindung mit diesem Wissen, diese Sachen, die du offensichtlich schon immer hast. Es wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, ob die nach der Alkoholsucht oder während der Alkoholsucht aufgekommen sind oder ob die davor schon da waren. Das ist vermutlich eher intuitiv gelesen. Aber ja, für mich, ehrlicherweise ist es für mich schon wieder total logisch. Du hast eine Erfahrung in einem Vorleben gemacht und diese Vorleben und diese Weisheit aus Vorleben, die bringen wir ja in unser heutiges Leben mit. Und jetzt hast du die Möglichkeit, das entweder nochmal neu zu fahren und wenn du nicht vor 5 oder vor 7 Jahren das letzte Bier getrunken hättest, wärst du vielleicht heute nicht da, wo du bist, sondern wärst vielleicht völlig in die Sucht und in den Verfall runtergegangen. Oder aber du nutzt das und das ist das Schöne, das sagen die chinesischen Gesichtleser auch immer, du kannst alles, was du hast, in deinem Gesicht gewinnend und verlierend nutzen. Oder du nutzt diese Weisheit und die Erfahrung aus einem alten Leben, um heute eben andere Menschen zu unterstützen, andere Menschen groß zu machen, in die Führung zu gehen und vielleicht damit andere Menschen auch zu beschützen. Ja. An der Stelle muss ich ganz kurz noch sagen, übernimm nicht zu viel Verantwortung für deine Mitmenschen, weil dazu neigst du auch, glaube ich. Du trägst die sogenannte Falte der Verantwortung. Da darfst du dich abgrenzen lernen und dich anbieten, aber nicht andere Menschen auf deinen Schultern tragen und für andere Menschen Wege gehen, die sie selbst nicht gehen würden. Ja. Versuch dich da abzugrenzen und auf dich aufzupassen. Ja. Ja. Macht das Sinn? Ja, voll.
Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir doch schon ziemlich, also sehr, sehr, sehr viele Bereiche im Gesicht, hast du angesprochen. Sehr viele Sachen, die du eigentlich von mir nicht wissen kannst, die ich aber so bestätigen kann, hast du gesehen. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Ich sage immer, ich sehe die selbst, also ja, ich sehe sie, aber letztendlich, ich bin die Übersetzerin deines Gesichtes. Mhm. Also so wie sich ein Übersetzer hinstellt und ein Chinesisch auf Deutsch übersetzt, so setze ich mich hin und übersetze dir dein Gesicht. Also dein Gesicht, ja, die Wahrheit deines Lebens steht dir ins Gesicht geschrieben. Ja, vielen Dank. Ich danke also dir sehr. Hat jetzt mir selber schon diese kurze Zeit, wo wir darüber gesprochen haben, sehr viel Fokus gegeben auf mein zukünftiges Leben, auch sogar, ich würde sogar sagen, eine Vision, eine neue Vision. Und dazu muss ich dir kurz noch was sagen. Entschuldigung, es ist so schön, wenn du von Vision sprichst, weil, und das ist tatsächlich sehr selten, bei Männern muss man sagen, so ausgeprägt habe ich das bei Männern oder sehe ich das sehr selten bei Männern, du trägst Manifestationskraft in dir. Das heißt, du hast die Kraft, dir Dinge vorzustellen und sie auch in die Welt zu holen. Mhm. Das sehe ich an deinem sehr ausgeprägten Amorbogen. Und wenn du von der Vision sprichst, dann kann ich dich nur wirklich, wirklich dazu ermutigen und dich fast schon, ich würde dich schon fast zwingen wollen, was ich natürlich nicht kann, wirklich diese Vision wirklich in die Welt zu bringen, mit anderen Menschen darüber reden, weil es ist eine gute Chance, dass sie sich unterstützen und das wirklich zu geben. Und dann hast du all das, was im Vorleben oder auch in diesem Leben passiert ist, in einen unglaublich gewinnenden und die Welt bereichernden und vielleicht auch Gesundheit erhaltenden, auch für andere Menschen, Kreislauf gebracht. Ja. Und kannst vielleicht auch kranken Menschen helfen, die durch die Erfahrungen, die du schon gemacht hast, krank geworden sind. Mhm. Ja, absolut. Ja. Das ist ja sowieso auch die Vision auch vom Heilkraftwerk, was Priscilla und ich zusammen gegründet haben und wir ja jetzt schon ein Team am Aufbauen sind und aufgebaut haben. Und da ist es sicher eine Ergänzung, die eben mit dieser Vorgeschichte, die in diese Richtung gehen kann, die wir eben jetzt noch gar nicht so richtig abdecken bei Chronisch Ehrlich oder bei Heilkraftwerk. Ja, mega. Vielen Dank, Anna. Voll gut. Weil du hast ja einen Baum tätowiert, ne, auf deiner linken Seite. Du bist kein Baumgesicht an der Stelle, aber ein Baum, weil du so sagst, ja, früher war das vielleicht alles ganz anders. Und das passt so gut zu dir und zu dem, was du sagst. Ein Baum kommt so klein auf die Welt und er kann kaputt gemacht werden. Und ein Baum wird erst in der zweiten Lebenshälfte, und davor bist du kurz vorher, du bist kurz vor den 40, in der zweiten Lebenshälfte geht er in seine Kraft. Und in der zweiten Lebenshälfte ist er nicht mehr fällbar. Also ein Mensch kann ihn fällen, aber du weißt schon, er selbst ist ein sehr, sehr starker Mensch, der seine Wurzeln hat, der dann einfach nur noch wächst und wächst. Ein Baum hört nie auf zu wachsen. Und vielleicht ist das der Grund, warum du die Buche, die natürlich auch dein Name ist, auf deinem linken Unterarm trägst. Das ist deine emotionale Loyalität. Mhm. Glaub daran, dass du dein Leben lang wächst. Okay. Und dass du jedes Jahr einen neuen Frühling hast. Mhm. Und dass du dir vielleicht in der ersten Lebenshälfte die Erfahrung angeeignet hast, die du in der zweiten Lebenshälfte zu Erfolg und zu Glück und Erfüllung machst. Ja. Jetzt höre ich auch auf. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich weiß, dass das so sein wird. Dein Gesicht sagt es mir. Vielen Dank, Anne. Ich danke dir, Jonas, für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ja. Und schön, dass ihr auch dabei wart. Und schaut gern unten in der Videobeschreibung vorbei. Wir verlinken den Kanal von Anne und die Website. Und ihr habt jetzt eben mitgekriegt, was man da alles rauslesen kann. Und ich finde es so krass, weil jedes Gesicht ist ja anders. Yeah. Also es gibt ja kein Gesicht, selbst bei Zwillingen. Hattest du schon mal Zwillinge? Tatsächlich ja, ich hatte schon mal Zwillinge. Ich habe auch ein befreundetes Zwillingspaar. Und es ist so lustig, weil wenn ich als Mensch drauf gucke, als Freundin, als Anne Vierhauser drauf gucke, dann sind die sich total ähnlich. Mhm. Dann kann ich die auch nicht unterscheiden, wenn die mir getrennt voneinander entgegenkommen. Wenn ich als Gesichtleserin drauf gucke, und das ist dieses Schalterchen, was man drücken kann in sich,
dann kann ich gar nicht verstehen, dass ich die nicht auseinanderhalten kann. Also, weil das Gesicht doch so unterschiedlich ist, obwohl es erstmal so gleich aussieht. Ja, genau. Ein Hinweis darauf, dass wir eben alle wirklich einzigartig sind und eine einzigartige Geschichte, eine einzigartige Aufgabe, eine einzigartige Seelenaufgabe, Lebensaufgabe hier. Und das ist doch einfach der Platz, um die zu entdecken. Und da gibt es so viele Tools und wir haben, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo man so viel entdecken kann gerade und wo wir Zugang haben zu so vielen Sachen, die uns so weiterbringen. Deswegen schaut unten rein, lasst euch inspirieren. Und da unten ist auch der Link zu unserem Community Newsletter. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann klickt da auch drauf, dann kriegt ihr exklusive Inhalte und seid immer up to date. Bis zum nächsten Video. Ciao.